Ja, in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Party mit Peter, dem ersten partizipativen Podcast, zu dem Kinder extrem gut einschlafen können, vor allem beim Autofahren und vorausgesetzt, sie werden vom Nehammer Kali nicht vorher abgeschoben und bei dem du jederzeit mitmachen kannst, denn Sendung okay, Themen okay, bei der Party mit Duschko und Peter P. Hallo Duschko. Hallo Peter. Ich frage dich jetzt nicht, wie es dir geht, vorweg mal kurz drauf geschissen, wie es uns geht. Wichtiger ist nämlich heute mal, worum es geht und ich habe einiges hier zusammengetragen. Es kommt einiges auf uns zu und zwar wurde ich kürzlich anuriniert und auch anfäkaliert, da möchte ich kurz berichten. Wir haben ein neues Logo nach geschätzt 5 Jahren. Clemens fucking Otto hat geheiratet. Wir erklären, unter welchen Umständen das Radlfladern leibend ist. Wir sprechen über Raben, die mit Wölfen abhängen, peilen 800 Radkappen an. Es gibt die lang ersehnten und limitierten Party mit Peter T-Shirts. Und mein Zeitungsmann fladert Ostersackerln. Und außerdem feiern wir Kinder, die ohne Scheiß Räuber und Chantal spielen. Und dann gibt es noch ganz vieles mehr. Und so natürlich Rimjobs, Rimjobs, Rimjobs. So ist es, Finger in den Popo, ne? So, lieber Duschko, wie geht's dir? Herzlich willkommen. Mir geht's sehr gut, aber viel wichtiger, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin etwas übermüdet und ich glaube, es ist das erste Mal Premiere. Ich will mich entschuldigen, ich bin heute schuld dran, dass es mal wieder länger gedauert hat. Obwohl, wir sind noch in den 3 Wochen eigentlich drin, gell? Warum denn? Kurz und bündig, ich habe lange darüber nachgedacht, ob wir das hier berichten sollen. Dann ist mir eingefallen, Craigle, Shoutout an dieser Stelle, feiert den Podcast, weil wir so viel von uns preisgeben. Und deswegen kann ich es jetzt auch verlautbaren. Ich wurde, ich glaube, es kaum Vater vor knapp 2 Wochen. Und deswegen ist es ein bisschen, wie sagt man so schön, drunter und drüber gegangen hier, die Tage. Ne? Gratulation, nochmals. Danke, lieber Duschko. Ganz ehrlich, ich schwöre auf alles, ich habe bis vor kurzem geglaubt, dass du Jungfrau bist. Ernsthaft? Ja. Ja, bis vor 10 Monaten war ich es auch und dann gleich mal reingeballert. Na, aber ich muss sagen, ich bin echt froh, dass alles funktioniert hat. Also das ist schon ganz nett. Ja, Fazit, bevor wir dann anfangen, weil mich so viele gefragt haben, wie ist das und Geburt und bla bla bla. Ich finde, es ist wie ein extrem langer Film, den man sich zu schnell anschaut. Aber ich glaube, das habe ich dir eh schon berichtet. Ja, voll. Passt. Ja, das war es eigentlich zu dem Thema Geburt. Na, du bist ein bisschen entspannt. Du bist eigentlich relativ entspannt. Also, ja. Du bist ein bisschen fertig, ein bisschen miert, aber eigentlich geht es so gut. Ja, es war halt so der erste Tag, wo man so ein bisschen das Feeling bekommt, okay, man hat sich eingelebt, weil ich habe immer gedacht, bei den ganzen Freunden, die schon Väter wurden und Mütter wurden, dass es einen extrem flasht und auf einmal ist man Vater. Aber jetzt habe ich realisiert, du kommst eh nicht dazu, irgendwie, weißt du, drüber nachzudenken oder das zu realisieren, sondern es ist auf einmal so. Und das Fazit für mich der ersten Tage und Wochen ist, ich bin bzw. war ein extrem verwöhnter Hund, was Lifestyle angeht. Also das merke ich jetzt gerade. Ich bin teilweise so Meier. Ohne Scheiß, true story, ich habe mich vor ein paar Tagen dabei erwischt, wie ich mir Achselkuss-Deo-Creme in die Ohren schmieren wollte. Und da habe ich mir das erste Mal gedacht, okay, das mit dem Ausschlafen ist ein bisschen zart geworden. Heute hätte ich fast meine Zahnbürste in die Waschmaschine geschmissen. Also es sind so Feinheiten dann, ja. Okay, aber was schmierst du normalerweise in die Ohren? Oder nichts eigentlich. Ich hole so ein bisschen Schmalz raus, wenn einer da ist. Ich schmalze übrigens links mehr als rechts, falls das irgendwen interessiert. Und genau um das Thema Peter wurde Vater abzuschließen. Ich ziehe wirklich meinen Hut vor allen alleinerziehenden Menschen. Kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie man das auf die Reihe kriegen soll. Und es ist eigentlich eine bodenlose Freche, dass Menschen in so einer Situation nicht mehr Unterstützung bekommen. Es ist, Menschen meint Peter, allen voran Frauen. Naja, es gibt ja sicher auch vereinzelte alleinerziehende Väter. Ist ja jetzt wurscht, wer es ist. Natürlich ist der Großteil Frauen. Aber ich kann es mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Und ja, das war mir bis jetzt nicht bewusst. Ja. Also echt heftig. Deswegen habe ich zum Beispiel auch den größten Respekt vor meiner Mutter, weil die einfach die längste Zeit irgendwie uns allein großgezogen hat, irgendwie 2 Jobs gleichzeitig hatte, 0 Bildung und sich trotzdem so hoch gearbeitet hat, dass sie dann am Ende 2 studierte Kinder. Dann schau uns an, oder? Genau. Ich voll am Chillen. Ja, Mama Banierer eigentlich auch, ja. Danke nochmal an unsere Mütter hier an dieser Stelle.
Und danke auch an die Hebammen. Ich muss jetzt kurz eine Lanze brechen. Orge Typen irgendwie. Shoutout Hebammen. Unsere hat, ich habe mit ihr kurz gequatscht, die hat über 2000 Kinder auf die Welt gebracht. Und ich habe das so beeindruckend gefunden, wie die drauf ist. Die vom Schmäh her, der kannst nichts mehr erzählen. Die Babuschka schreit da vor Schmerzen rum. Ich krieg voll die Panik, weil ich kenne mich Stana aus und sie macht die Tür auf und sagt in dieses Todesgeschrei rein, na, das hört sich ja wunderbar an, super wehen. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, wie abgebrüht kann ein Mensch sein? Hut ab, ja. Nee, es sind nur zwei Extreme, weil du kommst da rein als jemand, der das noch nie miterlebt hat. Ich meine, ansatzweise das nur irgendwie so vage vorstellen kann. Und da hast du jemanden, deren täglicher Job das ist. Ja, fix. 2000 Leben hat die irgendwie realisiert. Das ist schon flashig, echt arg. Ja, so viel zum Thema. Ich wurde angeschifft und angeschissen. Eigentlich von einem mir vollkommen Fremden. Das ist, man muss sein eigenes Kind auch nochmal kennenlernen. Um jetzt gleich wieder auf das Party mit Peter-Niveau zu kommen. Nein, warte. Ich habe noch eine Frage vorher. Weil wir haben ja, warte mal ganz kurz. Mhm. Ui, was holt er denn jetzt? Duschko schließt die Tür seines Studios. Leute, zum Wohl. Das erste Bier. Seit Wochen. Nehme ich gleich noch einen Höcker. Ich habe auch noch schnell einen Dreh und Ring geholt. Du hast jetzt die letzten 10 Monate, warst du ja, oder 9 Monate? Eigentlich sind es fast 10, ja. Warst du ja beschäftigt mit Kind kriegen und Schwangerschaft und so weiter. Und sehr viele Bekannte und Bekannte in unserem Menschen in unserem Bekanntenkreis sind auch schwanger gewesen. Und was sind so deine Lieblingswörter, die du gelernt hast? Weil man ist ja dann irgendwie in einer neuen Welt und man lernt Wörter, oder? Ja. Also meinst du Lieblingswörter oder Wörter, die sich eingeprägt haben, positiv oder negativ? Alles. Also was mir am meisten am Arsch gegangen ist, ist und wann ist soweit oder und ist schon soweit. Also ich empfehle nur, und ich glaube, du wirst das hoffentlich so machen, Geburtstermin lügen. 2 Wochen nach hinten verschieben gleich, weil es gehen einem alle auf den Sack, lieb gemeint. Aber so Wörter, die sich rauskristallisiert haben, weiß ich nicht. Ich gebe dir ein Beispiel. Ja. Dammmassage. Na, hat sich nichts einprägt, ne? Dammschnitt? Auch noch nie gehört? Ja, oh ja, aber ist jetzt nicht mein Lieblingswort. Du hast nein, gesagt, was ist? Neue Wörter, die du gelernt hast. Ach so, neue Wörter. Kanntest, weil das sind einfach sehr interessante Vokabel. Ja, das stimmt schon. Stilleinlage, dann war auf jeden Fall, warte mal, wie, Kreuzstich war, habe ich gewusst, dass das gibt, aber ich habe mir gedacht, das ist irgendwie Holztechnik oder sowas. Was war noch neu? Clustern, ja. Wochenbett. Dachte ich ja auch irgendwie, das ist, keine Ahnung was. Sonst, was ist noch neu? Eigentlich nichts. Was ich auch nicht gewusst habe, ist, dass es so künstliche Nippel gibt. Also haben wir jetzt nicht in Verwendung, aber das habe ich bei Bekannten gehört. Es gibt so Plastikaufsätze. Ja. Und sonst eigentlich nichts. Und dass man teilweise 15 bis 20 Stunden braucht für so ein Kind, war mir auch neu. Ja, das ist arg. Ja, Shoutout an alle Mütter auf jeden Fall. Fix. Ja, so viel zum Thema. Kleiner Peter ist da. Ich werde den Namen nicht verraten, aber es ist eigentlich ein Easter Egg, weil so vor einem Jahr circa, wie diese ganze Action mit Corona und so losgegangen ist, haben wir den Namen eigentlich unabsichtlich gedroppt in einer Sendung. Und ich bin nicht sicher, ob nicht vielleicht sogar eine Folge so geheißen hat. Aber ja, ich möchte noch sagen, ein Shoutout an den Stieber, ehemaliger Fußballkollege von mir. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich er war, aber ich glaube, der hat mich auch mal anbrunst. Weil wir vorher über das Anurinieren sprachen. Mich hat auch mal ein Freund angebrunst. Ja, in welcher Situation war das? Also ich sage jetzt nicht, wer es ist. Ja. Aber wir waren in, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, wir waren fort in Wien. Ja, und Ivan. Sind dann, okay, ja. Wer meint das? Ich kenne die Geschichte nicht, aber es ist aufgelegt. Okay, na, wir sind dann in Salzburg gelandet auf jeden Fall. Urgut. Und er ist dann halt eingeschlafen. Wir sind angekommen dort am Vormittag und sind dann und haben gesagt, okay, gut, jetzt sind wir bumm zu in Salzburg und es ist 10, was machen wir? Also ein ganz normaler Arbeitstag. Also steigen wir einfach in ein Taxi und fahren wir zu einem Freibad. Und dann sind wir hingefahren,
sind stehen geblieben beim C&A, haben Badehosen gekauft für alle. Und das Geilste ist, wir sind im Taxi gefahren, sind im Taxi stehen geblieben, während der Bobby ausgestiegen ist, zum C&A gegangen ist, Hosen einkaufen. Das Taximeter ist die ganze Zeit gelaufen. Dann hat er für uns, vier Badehosen gekauft. Dann sind wir wieder mit dem Taxi weitergefahren, ganz weit entlegen in einem Freibad, haben dort geparkt und währenddessen ist dieser Freund eingeschlafen. Und er ist sehr schwer aufzuwecken gewesen. Und wir haben halt versucht, und die Taxlerin war das, hat sich voll die Sorgen gemacht. Hat gesagt, ja, ist mit dem alles in Ordnung? So, ja, weißt du, wenn der mal einschläft, dann ist er einfach weg und den kriegt man nicht so leicht wach. Aber es geht eh, Chance. Und da habe ich ihn gewatschelt die ganze Zeit und habe einfach so ins Gesicht geschlagen, wenn er aufwacht, und habe dann so mit einem Arm gehalten und habe gesagt, schauen Sie, er wacht eh schon auf. Ja. Und sie so, ah ja, okay. Und auf einmal läuft sie zum Auto und fährt weg. Und dann habe ich erst checkt, dass er aufgewacht ist. Ich habe ihn gehalten, er ist aufgewacht. Und dann hat er seinen Schwanz rausgeholt und begonnen, mich anzuschiffen von der Seite. Mir ist es die Woche mehrere Male so gegangen mit dem Kleinen. Das sind, ja. sind Dinge, die im Alltag gar nicht verloren gehen müssen. Ja. Jedenfalls stark. Hat der Typ an der Kasse von dem Bad, wir sind am Parkplatz gestanden, also der Typ an der Kasse hat uns dabei zugeschaut und uns dann natürlich nicht ins Bad reingelassen. Ja, so ein Zufall, oder? Ja, das war ein Huni fürs Taxi, Badehosen extra noch und im Endeffekt sind wir nicht reinkommen. Ach Gott, ja, aber hey, das sind ja einfach die besten Geschichten, oder? Sowas wird es bei mir, glaube ich, mal länger nicht spielen. Um das Thema Anbrunzen vielleicht abzuschließen, ich kam bei dieser Geschichte irgendwie auch auf die Schlagzeile mit dem Typen, der einen Penis ins Meer gemalt hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der Typ, jeder der mit seinem... Mitbekommen. Das hat ja Billionen, also Milliarden gekostet. Urgut, oder? Bevor man den Suezkanal mit so einem scheiß Frachter blockiert, noch schnell einen GPS-Penis ins Meer gemalt. Was eine Schlagzeile. Vor allem, es wäre niemand draufgekommen. Weißt du, er hat das dann irgendwann erzählt, so ein paar Typen, die das beobachten, haben sich deppert gelacht. Weißt du, eine gute Geschichte. Weißt du, selbst beim Bier, so ja, und dann war ich mit so einer Millionenfrachter unterwegs, habe einen Beil ins Meer gemalt. Das hat ein paar Millionen gekostet wahrscheinlich, dieser Umweg. Es wäre... eigentlich eine leibende Story gewesen. Aber dann... Urschier. Er kann ihm eigentlich nur leid tun. Es wäre eh interessant, ob er seinen Job behalten hat. Was glaubst du, was das Sprit kostet? Jeder Hoden, Alter. Hektoliter Kerosin. Ja, wurscht. Apropos Schlagzeile. Ich habe bei der Schlagzeile, ich weiß nicht warum, an dich denken müssen. Die Schlagzeile war Kurti zum Regierungschef gewählt. Der Typ heißt Kurti, neuer Regierungschef von Kosovo. Ja, wollte gerade sagen, ja. Extrem leibend. Ich stelle mir da automatisch so einen Bäder vor, irgendeinen Kurtl, der unabsichtlich kandidiert hat und dann haben sie ihn zu Alban gewählt. Kurti, oder? Keine Ahnung, ich habe mir nur Kurti aufgeschrieben. Es ist, hat irgendwie nett geklungen. Fair Vizepräsident. So. Ja, vom Kurti zum Otti und zwar zum Otto. Ich glaube, man darf jetzt gratulieren, oder? Clemens Otto, apropos, danke. Hat geheiratet. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und danke für alles, lieber CEO. Ja, herzliche Gratulation auch an seine Gemahlin. So ist es. Ja, ich weiß nicht, Feiern und so ganzen Schmarrn gibt es zurzeit nicht. Ich hoffe, das wird nachgeholt, dass man da mal richtig einen anballern kann. Ne? Ich sehe flashig, dass er jetzt einfach da mitten im Lockdown oder halt in dieser Zeit geheiratet hat, weil eigentlich wäre er schon so der Typ, so circa 1000 Gäste und fette Feier. Ja, im Mittelpunkt stehen diese Partie dann halt. Ne? Ja, Wasserrutsche, so. Ja. Elefanten. Hüpfburg. Ja. Ja, mit kleinwüchsigen Schmeißen. Ja, ich hoffe, wir holen das nach auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall, Clemens, dass du für uns dir das alles noch immer antust. Und wenn wir jetzt gerade bei den Danksagungen sind, dann kann ich es jetzt endlich sagen. Ich habe nicht mehr dran geglaubt. Danke, lieber Stefan aus Tulln. Er hat unser neues Logo fertiggebracht. Wir haben es jetzt eh schon auf allen Kanälen. Und ich bin gealtert mit diesem Scheißprojekt und bin froh, dass wir es endlich zustande gebracht haben. Vielen lieben Dank. Es ist vollbracht. Und ja, vielen Dank. Zeit wurde es. Weil wir gerade beim neuen Logo sind, die fünf Damen und Herren, die ein T-Shirt bestellt haben. Rudor, danke auch an dieser Stelle, hat es jetzt fertig gebracht, nachdem ich endlich abgeliefert habe. Und ich glaube, es ist langsam aber doch irgendwann mal was auf dem Postweg. Ne? Geil. Und weißt du auch, welche T-Shirts ausgewählt worden wurden? Schwarze, glaube ich. Nein, okay. Achso, was draufsteht, oder wie? Ja. Na, wir fangen jetzt schon die Dad-Jokes an. Na, das sind nicht notierte. Aber ja, anscheinend sind das die Dad-Jokes. Scheiße, erinnere mich nicht dran. Nein, ich glaube, es war dabei, partizipiert wird, aber da wollen wir jetzt nicht drüber reden, weil das interessiert fünf Leute und die wissen eh, was kriegen. Ne? Ja, okay, Entschuldigung. Duschkitz und ich waren heute im Auto unterwegs und da habe ich so aus dem Augenwinkel gesehen, einen Friseur. Und ich glaube, wir hatten den schon, aber
die Art und Weise, wie der Name geschrieben ist, war so extrem mühsam einfach nur. Und zwar Charisma. Okay, also ja. Charisma. Ja, hat man irgendwas mal, ja. Aber Cäsar, Apostroph, Charisma, Charisma. Das ist einfach viel zu anstrengend. Ist es, glaubst du, ihnen zuzutrauen, dass sie sich gedacht haben, absichtlich Eyecatcher, voller freudig? Nein, oder? Das ist das Traurige. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, ne? Sag, genau, wollte ich mich eh noch bei dir bedanken. Du hast einen geilen, wie war das mit dem Brot? Das haben wir irgendwie, glaube ich, letzte Woche geinstert. Wie war das mit der Brotspruch? Alarmstufe Brot. Alarmstufe Brot. Ich bringe heute noch einen, der mir noch besser gefällt, aber Alarmstufe Brot ist Top 3, seitdem wir diese Challenge mit kaputten Firmennamen haben. Alarmstufe Brot, zergeht auf die Zunge. Das hat irgendwie der Manuel Rubey getwittert und ich folge einem Deutschen, der hat das dann gepostet und dann haben sie halt so noch mehr Sprüche gesammelt. Ich habe es jetzt leider auf die Gage nicht gefunden, aber unter anderem war auch dabei, und ich glaube, das ist mein Favorite, spiel mir das Lied vom Brot. Ah, urgut, ja. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich wieder zu tief. Mir ist nur auf die Gagen eingefallen, Nachbar im Brot, würde ich sehr feiern. Oder das ein Brotruf, aber ja, es ist dann qualitativ schnell bergab gegangen. Ja, finde ich auf jeden Fall gut, dass jetzt auch einfach andere Berufssparten da irgendwie mitmachen bei diesem Namensgame. Ja, sehr schön. Schickt uns bitte alles. Wir sind nicht auf Friseure irgendwie spezialisiert. Oh ja, eigentlich schon, aber wir nehmen auch alles andere, was crappy genug ist, um aufgenommen zu werden. Immer her damit. Darf ich von der Optik kurz zur Akustik abschweifen? Ja, bitte. Das ist etwas, wo ich mir gedacht habe, das könnte dich interessieren. Wir sprachen ja letzte Folge über IKEA, dass man einfach Sachen, die man zu Hause hat, Möbel und dergleichen, und die nicht mehr braucht, einfach zu IKEA bringt. Hast du gewusst, dass der IKEA-Katalog zurück ist? Ich habe auf jeden Fall gewusst, dass er weg ist. Und ich wusste nicht, dass er wieder zurück ist. Ja, und zwar als Hörbuch. Ohne Scheiß. Was für ein Scheiß? Ja, meine Mutter hat mir das geschickt. Dauert 4 Stunden irgendwas. Ist einfach eine Dame, die den scheiß IKEA-Katalog vorliest, beschreibt, was da ist. Ich habe jetzt auf YouTube nur ein bisschen was gefunden, habe reingehört, so richtig mit Ambiente, so Vogelgezwitscher, und sie sagt, aha, hier mit Cotton, bla bla bla, und auch den Preis dazu und liest den ganzen scheiß IKEA-Katalog vor. Ich mir auch gedacht, Leute, also, ja. Was das Geld kostet, ich meine, wie gibt sich das? Ich weiß es zum Einschlafen? Weiß ich nicht. Ich glaube auch, also falls wir mal nichts bringen, dann zieht euch den IKEA-Katalog mit euren Kindern rein. Aber taugt mir sehr, diese Message. Mir hat jetzt wieder jemand geschrieben, das Kind schläft von Graz nach Wien durch und hört 2 Folgen Party mit Peter. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt. Der taugt mir. Ja, finde ich gut. Jo. Sag was anderes. Bist du nicht gläubig, oder? Extrem. Naja. Aber feierst du Ostern? Ja. Okay, passt. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder. Okay. Aber du feierst nicht Ostern wegen Jesus, oder? Ich meine... Na, also nein, ich bin gar nicht gläubig. Ich verabscheue die Kirche, die katholische zutiefst. Es ist halt so ein schwieriges Thema. Also weil eigentlich müsste man dann sagen, naja gut, dann feiert man halt nicht Ostern, dann feiert man halt nicht Weihnachten und was weiß ich was. Aber eigentlich haben diese Feste für mich nichts mit Religion zu tun oder mit irgendeiner Demut oder sonstigem Scheißdreck, den die Kirche da irgendwie vorgibt, sondern es ist einfach so ein Traditionsding. Und Geschenke natürlich, ne? Ja. Was gibt's zu Ostern? Schenkt ihr Schwaber euch was zu Ostern? Fix. Also ich schenke sowieso nichts mehr. Ich bin ja ausgestiegen aus dem Radl, wie aber wissen. Schokolade, oder? Ja, Schokolade kriegen wir. Und die Schwiegermama stellt schon immer wieder was vor die Tür. Siehst du, das ist das, was ich vorher angeteasert habe. Ohne Scheiß, hey, unser Zeitungsmann flattert Ostersack an. Die Schwiegermama hat der Nachbarin eins runtergestellt und die hat irgendein, weiß nicht, Kurier-Abo. Und der Zeitungsmann hat sich das einfach mitgenommen. Jetzt habe ich gesagt, okay, vielleicht hat er geglaubt, sie haben ihm das rausgestellt. Das Coole ist aber, gegenüber wohnt die Freundin von der Babs, die Katrin, die hat kein Zeitungsabo, der hat sie auch ein Osternest vor die Tür gestellt und der Zeitungsmann hat das gleich mitgefladert. Also da denke ich mir auch, das ist schon tief. Was war drin? Hat sie es ausgezahlt? Keine Ahnung, ich weiß nicht, da geht es ja auch um die Liebe, um die Geste. Ne? Also ich werde schauen, ich werde jetzt probeweise zum Nikolo einen Sackerl rausstellen und ihn deppert hauen, wenn er mir das fladert. Das kann man nicht bringen. Stell dir vor, du stellst den Kindern ein Osternest raus und der Zeitungsmann fladert es. Irgendwie ist es aber auch wieder geil. Also eigentlich hat es mir eh getaugt. Ich finde es okay. Jo. Hätten sie es früher rauskommen. Auch wieder wahr. Weißt du, wenn die Zeitung bringt um 5 oder so? Naja, der frühe Vogel verhängt den Wurm. Stimmt auch wieder, ja. Apropos früh, zu früh gestorben ist DMX. Heute, gerade eben.
Ich wollte, oder ich überlege jetzt immer noch, ob wir im Intro Tribut zollen. Dann hast du gemeint, er war der ur-homophobe Typ. Und dann denke ich mir, das ist wieder eher unpassend. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Stell dir vor, es stimmt gar nicht. Aber ich glaube schon. Ich weiß bei dir nicht, wann du lügst und wann nicht. Nein, ich glaube, er ist extrem religiös. Das erklärt auch die 15 Kinder. Ja. Und ich glaube, das war immer so ein Problem, dass er extrem homophob ist, auch in seinen Texten. Ja, jetzt ist es im Intro schon drinnen. Für mich ist es halt so eine starke Verbindung, weil es gab dieses eine Album damals, ich weiß nicht, das war so bräunlich, und das haben wir auf einer Woche Skikurs 80 Mal bis zum Tod die ganze Nacht durchgehört. Und deswegen habe ich ihm heute diese 10 Sekunden gespendet. Ja, ich glaube, der war... Ja, gonna make me lose my mind up in here. Das war sicher da oben, ne? Nein. Es ist ja jetzt schon oben. Also die Leute haben schon gehört und du bist leicht vorbei. Na, auf dem Album meine ich. Na, ich glaube, das war älter. Mhm. Du weißt eh, wann ich auf Skikurs war. Da war noch Schwarz-Weiß. Schilling. Ja, sowas. Schölling. Schül. Ja, vom Ostersackerl weg. Ich muss mich entschuldigen. Ja. Diese Ezekiel-Geschichte, es hat sich jetzt niemand gemeldet, dessen Kinder Ezekiel heißen, aber ich habe mich letztens etwas mokiert drüber, dass man im vierten Bezirk sein Kind so nennt. Das war nicht bös gemeint, liebe Leute. Nennt eure Söhne ruhig Ezekiel oder wenn es ein Mädchenname ist, auch gut. Es war nicht bös gemeint. Ich habe mich ein bisschen drüber lustig gemacht, aber ja, braucht man sich jetzt nicht gleich angaxen, gell? Ja. Apropos Dinge, die es nur in bestimmten Bezirken gibt. Wir waren heute im sechsten Bezirk und uns ist einfach ein Typ entgegengekommen mit langen Haaren und Kopfhörern, hat mit einem Fußball getribbelt, mitten auf der Gumpendorfer ohne Schuhe. Und ist einfach ganz schnell auf die Gumpendorfer dribbelnd runtergelaufen und es hat keinen geschert. Das war einfach ganz normal. Das ist das Normalste, was es gibt. Ja, das sind so wie die Leute, die in Floridsdorf rumrennen und gar mal wohin speiben. Das ist halt so dieser kleine, feine Unterschied. Das ist bei uns aber normal. Exzentrisch ist beides, würde ich sagen. Ne? Ja. Ich mag solche Typen einfach. Ja, urgeil. Kann man schon feiern irgendwie. Voll. Aber war das jetzt ein Fußballer, glaubst du, der trainiert hat oder einfach Vogel rausgehauen oder vielleicht einfach nur gut aufgelegt? Ja, ich glaube einfach nur gut aufgelegt. Also er hat sich einfach gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwo hin, Schuhe trage ich sowieso nicht, weil Kräuter. Und weil heute ein schöner Tag ist, mache ich das einfach dribbelnd. Kräuter ist auch urschön, wirklich. Aber stell dir vor, ich stehe auf in der Früh und denke mir so, okay, fuck, ich muss jetzt nicht hocken, aber wenn es leibend ist, nehme ich meinen Basketball mit zum Beispiel und dribble einfach am Weg. Urgut. Ja, kann man eigentlich nur feiern. Das ist halt einfach Lebensfreude. Ne? Sommer ist auch am Weg. Wir haben heute 19 Grad gehabt. Ah, schön. Mir taugt es ja überhaupt jetzt, dass wir diese ganze geile Zeit jetzt vor uns haben. Diese, was, 3 Monate, wo es warm ist in Österreich. Wir haben sie vor uns. Ja. Sixt, bevor wir weitermachen, you may say I'm a dreamer, but I'm not, muss ich noch auflösen. Das war Dinner für Spinner, Steve Carell, wenn ich mich nicht irre. Auch ganz stark. Unbedingt Office anschauen, das amerikanische. Einer der besten Schmacks. Jo, so ist es. Apropos Basketball, Entschuldigung, dass ich jetzt das Thema wechsle wieder. Ich habe mir ein Datsen-Test-Abo genommen. Mhm, danke, dass du Datsen sagst. Ja. Das habe ich von Nino aus Wien ich gehört. Er hat nämlich irgendwann mal in einem Liter Datsen gesagt und deswegen packt man Datsen jetzt. Ich sage auch Datsen. Ja. Ich weiß auch nicht genau, also die Abkürzung steht DAZN, The Zone. The Zone, ja. So Gangster-Style, genau. Okay. Mhm. Und auf jeden Fall habe ich mir dann ein Match angeschaut und zwar Utah Jazz, die aktuell die stärkste Mannschaft sind in der NBA, gegen die Mavericks, Dallas Mavericks. Und ja. Deswegen dieses Match, weil der Luka Doncic spielt, der ist so 21 oder so und gilt als die größte Nachwuchshoffnung aktuell. Ist er Slowene? Fuck, ich glaube, er ist Slowene. Wurscht, irgendein Jugo. Und ich habe dieses NBA-Match angeschaut und es war okay. Ja, dieses... Scheiß oder B, jetzt, da passt das Wort okay. Weil es war nicht Bombe, es war einfach okay. Es war nicht schlecht, es war nicht mörderisch, es war okay. Es war einfach okay, das anzuschauen. Aber irgendwie war ich voll enttäuscht. Ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt einfach ein NBA-Match schaue, dann kippe ich extrem. Aber die werfen halt ein paar Dreier und so 2 Dunks kommen vielleicht vor in einem Spiel. Ja, aber glaubst du nicht, dass es damit zu tun hat, auch, dass dieses Kindheitsding weg ist, dieses romantisierte mitten in der Nacht NBA, Jordan, bla bla bla, so ist mir, das glaube ich, das spielt bei mir eine Rolle. Da hast du ein paar Highlights angeschaut und jetzt glaubst du halt, dass in jeder dritte Korb muss ein Slam-Dunk sein. Ne? Gefühlt ist aber ein Fußballspiel irgendwie spannender als ein NBA-Spiel. Ja, schau dir mal ein österreichisches Fußballspiel an und dann reden was wir nochmal drüber. Was für Österreich, da gibt es keinen Fußball. Eben, so ist es. Ja, du supportest auf jeden Fall Jugo-Basketballspieler, finde ich sehr gut. Ja,
Es sind, habe ich das schon erwähnt letztes Mal oder habe ich das nur dir erzählt oder irgendjemandem erzählt, dass eine Balabala-Balkan-Folge über Jugo-Basketball, warum der so erfolgreich war, habe ich glaube ich letztes Mal erwähnt. Ich bin mir nicht sicher, wir haben auf jeden Fall Balabala-Balkan empfohlen, Podcast unbedingt reinziehen. Ob das jetzt genau dabei war, weiß ich nicht mehr. Aber. Ja, weil es sind jetzt ganz, ganz viele Jugos sind aktuell in der NBA. Also es war schon in den späten 80ern, frühen 90ern so, Toni Kukoc, Vlade Divac, Dražen Petrović und noch ein paar andere und jetzt sind halt wirklich richtig viele. Also da gibt es sehr, sehr gute Spieler. Sehr leid. Und wir hatten das, glaube ich, eh mal so als Mini-Thema, dass auch da voll gescoutet wird und sowas im ehemaligen Jugoslawien von den Amis, ne? Ja. Weil wir gerade von Support sprachen, wir kommen zu einem Thema, nachdem wir immer wieder gefragt wurden, und zwar wir wurden gefragt die letzten Jahre, ob man uns unterstützen kann. Also nicht nur mit Radkappen und depperten Firmennamen, sondern ob man auch finanziell irgendwie was machen kann. Und jetzt hat mich letzte Woche wieder wer angehört und gesagt, hey, wie schaut's aus? Ihr habt jetzt 108 geile Folgen gemacht und ihr habt sicher Ausgaben. Wo kann man da mal einen Zehner loswerden? Jetzt ist das ein Thema, wo ich ganz ehrlich sage, Duschko und ich und auch Clemens Otto haben uns lange dagegen gewehrt. Ehrlich gesagt, kein Plan, warum. Es war uns irgendwie unsympathisch, oder? Diese ganzen Plattformen, wo man da irgendwelche Levels erreichen kann und wenn man 5 Euro spendet, ist man das und wenn man 10 Euro spendet, kriegt man dieses und jenes. Aber wir haben nochmal drüber nachgedacht und es ist in den letzten Jahren ein bisschen kostenintensiver geworden, also jetzt nichts Orges, wir haben zum Beispiel ein Soundcloud-Konto, das kostet einen Huni im Jahr, wir haben keine gescheiten Mikrofone. Ich sitze zum Beispiel jetzt da mit einer hinnigen Schreibtischlampe und habe ein Zoom H2 mit dem Gummiringel drauf geschnäuzen. Ja. Und jetzt haben wir etwas eingerichtet, wo ihr uns finanziell unterstützen könnt, wenn ihr das machen wollt. Ja. Es geht ja auch darum, dass Clemens Otto uns immer sein Studio zur Verfügung stellt, dann stundenlang schneidet und wir das halt alles für lau machen. Was uns sehr wichtig ist, dass es ganz viele Organisationen gibt, wir haben auch schon über ein paar gesprochen, an die ihr spenden sollt, bevor ihr auch überhaupt nur nachdenkt, uns etwas zu geben. Wenn ihr trotzdem irgendwann mal Bock habt, dass ihr uns einen Euro dalasst oder mal einen Fünfer, dann freuen wir uns natürlich drüber, weil dann können wir vielleicht mal dem Clemens ein Mikrofon zurückzahlen, hier und da ein Kabel und so weiter und so fort. Wir haben das alles in den Shownotes drinnen und ihr kriegt nichts dafür. Wenn es wollt, sagen wir, wer was gespendet hat, aber wir fangen jetzt sicher nicht an mit der Top-Spender des Monats ist bla bla bla, das machen ganz viele andere. Ich habe ein Konto eingerichtet bei Kofi, sagt dir das was, Duschko? Schon mal Kofi an, ja. Ja, die nehmen. Ist eine Seite, das ist jetzt nicht so wie Patreon oder Patreon. Die Kofi wird halt keine Fee verlangt, man kann da einfach Kohle da lassen. Wir haben einen PayPal-Me-Link gemacht und für alle, die kein PayPal haben, ich habe zum Beispiel ehrlich gesagt bis vor einem halben Jahr nicht einmal gewusst, was das ist, gebe ich euch auch mein privates Konto, weil man, das wusste ich auch nicht, man braucht keinen Namen mehr hinschreiben bei einer Überweisung. Es reicht, wird alles nur noch mit dem IBAN gemacht. Also falls ihr Bock habt, Party mit Peter den einen oder anderen Euro zukommen zu lassen, wir machen sinnvolle Sachen damit, dann tut das. Es gibt ab jetzt die Möglichkeit dafür. Vielen Dank schon mal im Voraus. Aber wie gesagt, vorher SOS-Balkan-Route, Nachbarnot, da gibt es Leute, die das dringender brauchen als wir. Wenn es urgestopft setzen, es bleibt der Fünfer über. Dann freuen wir uns, ne? So viel dazu. Ganz genau. Fun Fact, PayPal wurde von Elon Musk mit gegründet und erfunden. Das ist der Tesla-Johnny, ne? Ja, das ist der Tesla-Johnny. Mhm. Peter hat es erwähnt, bevor er uns Kohle gibt, also wir freuen uns natürlich für, Peter hat schon ein paar Gründe genannt. Aber bevor uns Kohle geht auf honigdachs.at, weil die haben gerade ihre Website umgestellt, haben dort ein bisschen was zusammengeschrieben zur aktuellen Situation auch ein bisschen und auch zur aktuellen Situation im Ausland, konkret in Bosnien, wie es dort um die Flüchtlinge steht und wie scheiße Österreich da ist und wie wenig da unterstützt wird. Und deswegen bitten sie darum, dass ihr unterstützt. Ihr könnt direkt über die Honigdachs-Website spenden und mit jeder Spende ab 10 Euro, 10 Euro ist eh schon lächerlich wenig für die meisten von uns, könnt ihr bei einer Tombola mitmachen und da kann man alle möglichen Goodies gewinnen. Also es geht von Sticker bis hin zu der kompletten Diskografie von Honigdachs, vom kompletten Label, je nachdem, wie viel man spendet. Tut's das. Also bevor ihr überlegt, uns Geld zu geben, zuerst mal dorthin spenden und eben, wenn noch was übrig bleibt, dann gerne für ein neues Mikrofon oder sowas oder für Clemens Auto, damit er endlich einen Ring kaufen kann für seine Gemahlin. Ja, weil das wissen wenige, hat einfach, glaube ich, von so einem Plastikverschluss dieses Plastikringel, was auf der Flasche bleibt, das ist, glaube ich, dann irgendwie der Antragsring gewesen. Ne? Mhm. Ja. Fix.
Ja, vielleicht, dass wir dann doch mal was aus dem Kaugummiautomaten rausfischen können. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Jetzt zu Themen, die aber noch wichtiger sind. Darf ich kurz, weil wir gerade beim Thema Unterstützung sind? Ja. Ja, ich frage dich, nicht die ZuhörerInnen. Das Thema Radkappen. Ja, es ist jetzt ein Milestone erreicht, wo ich sage, wir müssen die Kräfte vereinen. Mit Stand heute haben wir 762 Radkappen gemeinsam und gegeneinander gesammelt. Wie ihr alle wisst, wir spielen ja Team Peter gegen die ganzen Opfer von der dunklen Seite. Nein, Spaß beiseite. Wir haben ein gemeinsames Ziel, wir wollen 1000 Radkappen sammeln. Mein Problem ist, dass ich der Trottel bin, der die ganzen Radkappen geschickt bekommt, sich dann aufschreiben muss, wer spielt mit wie vielen, für welche Seite, wer hat wie viel und so weiter. Und jetzt hat Duschko gesagt, hey, wir machen Unity, Bruder. Wir vereinen jetzt die Kräfte auf Captain Planet Style. Wenn irgendwer was dagegen hat, dann sagt er es uns, aber Partizipation schön und gut. Ich glaube, wir werden drüber fahren. Ab sofort wird die dunkle Seite und die gute Seite der Radkappen-Challenge vereint. Es gibt nur mehr eine Seite, nämlich die richtige. Und wir sammeln weiter, bis wir 1000 Radkappen haben. Also die, wie sagt man da, die Feindschaft ist aufgelöst und geht auf in Freundschaft und Liebe. We are the world, we are the future. Wenn es dich reißt, Clemens Otto, könntest du da ganz kurz dieses Captain Planet Intro anspielen. Captain okay. Planet und die verkackte Gaia. War das ja. nicht die Mutter Erde? Ich weiß nicht, ich weiß nur Wind, Wasser, Liebe und so weiter. Aber bist du da eh d'accord, oder? Wir vereinen, weil es ist ja, einfach jetzt wichtig. Fall. Und jetzt würde ich auch gerne irgendwie drüber reden. Ich meine, 1000 Radkappen. Du hast mich vor ein paar Tagen angerufen und wir haben gesagt, heißt, es hat lustig begonnen. 100 Radkappen waren süß, 300. Aber so ab 500 hat sich irgendwie der Gedanke eingeschlichen. Also wenn wir 1000 von diesen Drecksdingern sammeln, dann muss es zumindest irgendwo in den Krone-Kommentaren erwähnt werden. Also falls irgendwer Kontakte zu Medien hat, das wäre schon geil, so eine Sommerlochmeldung zumindest. Zwei Verrückte sammeln mit, keine Ahnung, 200-300 anderen verrückten Zuhörerinnen, 1000 Radkappen, keiner weiß mehr warum, aber irgendwie schon leiwand. Oder zumindest eine Kolumne vom Janet, das wäre schon was. Gibt's den Trottel noch? Ich hoffe nicht. Okay. Egal. Ich denke schon. Es wäre auf jeden Fall nett. Oder teilt zumindest unsere Story. Das ist, wir schauen, dass wir vom erbärmlichen Level raufkommen. Vielleicht hört uns der Jakob, hey, Puls 4, Anchorman. Reise an einmal. Bester Anchorman der Welt. Ja, bester Anchorman. Mein persönlicher Ron Burgundy. Reise an einmal im Frühstücksfernsehen von Puls 4, 1000 Radkappen. Ich glaube, der hat alleine 80 gesammelt. Ja, reise an einmal. Scheiß dich an, oder was? Was ist los mit dir? Eben. Feig. Chicken McFly, Chicken. Hatten wir auch in der Sendung. Aber erst, Der Janet war ja mal bei Starmania oder sowas, oder wie hieß denn das? Die perfekte Chance oder irgendeine komische Ja, wo er einen Sendung. Anderen Typen irgendwie anmoderiert hat und der Sido hat es gar nicht packt, oder? Ja, so? Fix. Ja, genau. Also wer bist denn du? Ja. Wie so ein Hausmeister, weil so einen Schlüssel raushängen gehabt hat, dann voll fertig gemacht. Na, vor allem, er hat einen Typen, glaube ich, dorthin zahlt, der was? Kettensägen, Motorengeräusche nachgemacht hat. Ich glaube, ja, ja so ein Scheiß. Ich habe übrigens bis vor 2 Jahren geglaubt, der Typ heißt Genie und haben auch gedacht, was für ein Honker. Der Kronenzeitung Genie, also wäre ich eh geil. Aber du musst mal vorstellen, was für ein Schlagmensch das ist oder was für eine Welt er lebt. Der weiß, sein Haberer will da mitmachen und er denkt sich, ja, damit er mehr reist, damit er da gewinnen kann, dann stellt sich er mit ihm auf die Bühne. Ja, das heißt schon, hey, alleine packst es nicht, Harvey. Ja. Ja, das ist halt so eine Rampensau. Ziemlich ein Rassisten Bastard, ja, oder? Voll der... Ungewohnt für Krone-Kolumnisten. Ich muss es auch abführen, das ist die Schimpferei. Vielleicht noch ein letztes Shoutout, bis zum nächsten Shoutout. Shoutout Twin Peaks. Ich wollte dich fragen, und zwar hat uns der Rudor gebeten, dass man das zumindest erwähnt. Ich wusste selber nicht, 2020, letztes Jahr, ist Twin Peaks 30 Jahre alt geworden. Und das gehört zu den gar nicht so wenigen Dingen, die man, glaube ich, gesehen haben sollte, von denen ich aber nie irgendwas mitbekommen habe. Hast du Twin Peaks geschaut? Ja. Das soll Legende also sein, oder? Ich sag das. Ich habe das erste Mal, hoch zu, ich sag das nochmals, hoch zu, Zauberer. Ich habe das erste Mal habe ich von Twin Peaks gehört in einem Text von Texter, und zwar in Fragestunde. Mhm. Ich glaube, die Zeile ist sowas wie, da stellen sie einen Haufen Fragen hintereinander. Und ich glaube, worum geht es wirklich bei Twin Peaks, ist, glaube ich, nicht so die Zeile. Und da habe ich nie gewusst, worum es da geht. Und dann irgendwann einmal habe ich erfahren, dass es so eine Sci-Fi-Serie ist, so ein bisschen auf Akte X-Niveau, aber irgendwie noch abgedreht und irgendwie besser.
Und es gibt so Leute wie den Elvis, die das extrem abfeiern und die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn man sagt, dass man das noch nie geschaut hat. Ich habe keine Ahnung von Twin Peaks. Ich habe es einmal angerissen, aber es hat für mich irgendwie so einen komischen X-Factor-Flair gehabt. Ich weiß auch nicht, so, ob da jetzt jederzeit Jonathan Frakes um die Ecke kommt. Ich habe es nie geschaut, aber es ist eigentlich Legende, ja. Ja, es ist ziemlich Kultstatus. Oder? Ich meine, es ist 30 Jahre alt. Es ist schon klar, dass das jetzt nicht mehr irgendwie super up-to-date ist und, glaube ich, auch ziemlich entschleunigt. Aber ja, kann man nur feiern. Aber ich finde es halt spannend, dass ich das, weißt du, das sind so Dinge, die jeder eigentlich kennt. Und ich habe noch nie eine Minute von dem Zeug gesehen. Ich werde es auf jeden Fall nachholen in spätestens 18 Jahren, wenn der kleine Mann ausgezogen ist. Halt vorher werde ich dazukommen. David Lynch, okay. Ja. Es ist, ja, ich habe es einfach nie geschaut. Sorry. Ja. Shoutout auf jeden Fall, 30 Jahre Twin Peaks war letztes Jahr. Rudor, Hut ab, ich hab's gemacht. Kommen wir zu Sachen, mit denen ich mehr Erfahrung habe, nämlich mit dem Fladern von Radeln. Ja, mir sind schon so viele Radeln gefladert worden und jetzt hat mir mein Stiefvater erzählt, er lässt sich absichtlich Radeln, Badeln, wie man in Wien so schön sagt. Versicherung? Nein, nicht Versicherungsbetrug, sondern wirklich so alte Räder, die du nicht mehr brauchst. Ja? Also jetzt nicht irgendein altes, geiles Rennrad, das du herrichtest, sondern wirklich irgendeine Kriegskraxen. Und er war einfach zu faul, das zum Missplatz zu bringen oder viel Haben zu stellen. Hat alles, was er noch brauchen kann, abmontiert. Hat es nach Leopoldau geführt zur Schnellbahn und am nächsten Tag war es weg. Also man kann das auch praktisch verwenden, eigentlich so Diebe. Ja, sind nicht blöd. Weißt du, was mich das erinnert? Kannst du noch erinnern, wenn wir in Amsterdam waren und Räder besorgen wollten? Ja, so ungefähr, ja. Schwammig. Wir haben es dann eh nicht durchzogen, wir haben dann eh ganz normal einfach welche ausgeborgt, glaube ich, und sind dann, sagen wir es mal so, müde, durch den Wandelpark gefahren. Wie wollten wir Räder besorgen? Wollten wir Räder stehlen oder was? Nein, wir haben ja bei jemandem übernachtet, wir haben in einem Airbnb übernachtet, aber wir kannten ja jemanden dort, ich glaube Kathi hieß die, und sie hat uns gesagt, wir können uns theoretisch, wenn wir wollen, mit 5 Euro an den Hauptbahnhof stellen, dort, wo dieser große Fahrradparkplatz ist, und einfach kurz warten. Und gefladerte Radeln kaufen, oder? Ja, voll. Das, ja. Scheiße, ja, ich weiß schon wieder. Das war das Allertiefste. Ich muss jetzt kurz sagen, was mir einfällt. Diese liebe Kathi hat uns ja dort in Empfang genommen, hat, glaube ich, die Hälfte von den Unterkünften mit uns geplant, hat sich urgefreut, dass wir gekommen sind. Und dann waren wir so müde, alle 3 Tage, dass wir, glaube ich, nichts mit ihr unternommen haben. Ich glaube, ich war nicht mal auf der Trankel oder sowas. Richtig asozial war das. Ja, wir waren sehr müde, asoziale Freunde. Ja. Die urlustige Partie ist, und du, der Schunko. Schneider, Alter. So leibend. Der Lucky und ich. Urgeil. Shoutout Schneider. Hat der nicht einen Basketballkarten-Podcast, oder? Stimmt, ja. Sammelkarten, irgendwas war da auf jeden Fall. Naja, wie auch immer. Weil du vorher vom Brot... Unterbrich mich, bitte. Ich rede in einer durch, ich weiß eh. Okay, dann fahren wir ein bisschen runter, weil ich glaube, wir fetzen gerade irgendwie so ein Thema nach dem anderen runter. Mhm. Weil ich muss nochmal das Thema Vater sein oder Eltern sein kurz anreißen. Ja. Und zwar habe ich mir überlegt, jetzt stell dir vor, du sitzt mit deinem Sohn im Bus, im vollen Bus, ihr fährt öffentlich, es sind ganz viele Leute, und er fragt dich irgendwas, was du nicht weißt. Mhm. Zum Beispiel fragt dich dein Sohn so, Herr, ist Papa oder? Ja, so wird er mit mir reden. Du Arschloch. Also, so, Herr, ist Papa oder? Warum ist die österreichische Fahne rot-weiß-rot? Ja. Aber da sind ganz viele Leute im Bus. Was sagst du dann? Weißt du's? Sicher weiß ich's. Da gibt es ja diese Legende mit dem blutenden, weiß nicht, Kaiser oder irgendwas am Schlachtfeld, und er hat einen Gürtel gehabt und war blutgetränkt, und wie er den Gürtel runtergenommen hat, was drunter noch weiß. Was bist denn du für ein Österreicher erst? Ist das wie, das klingt jetzt nach einer Mördergeschichte, stimmt das? Ich glaube, ich habe das einmal in einem Wirtshaus gehört, aber es klingt extrem nachvollziehbar. Es stimmt sicher nicht, aber geile Geschichte. Nein, ich weiß es nicht. Und ich kann dir die Frage ganz eindeutig beantworten, weil mir das in der Schule ganz oft passiert. Ich würde ehrlich sagen, dass ich es nicht... Wenn ich es nicht weiß, würde ich sagen, ich weiß es nicht. Aber wir können gerne nachschauen. Nein, weil du kommst sonst von einem ins nächste und sie nageln dich fest und dann blamierst dich erst recht. Ich habe mir überlegt, macht es einfach mit dem Schmäh und lenkt einfach ab. Weil, dass du einfach lügst, aber halt mit einem Schmäh und dann einfach von dem Thema zu einem anderen Thema irgendwie kommst. Oder dass du dann einfach nur drüber lachst und das Thema ist gegessen. Zum Beispiel, ich würde sagen, ja, weißt du, bevor Österreich zur Republik geworden ist, war es eine Monarchie und da hatten wir auch Kaiser und da gab es auch die Sissi und...
dann irgendwann einmal war halt diese Monarchie nicht mehr und dann hat man die Republik und weil die Sisi so traurig war, dass es passiert ist, hat sich was wünschen dürfen. Und sie hat sich wünschen dürfen, welche Farben auf die Flagge kommen. Und sie hat sich drei Farben aussuchen können, ihre drei Lieblingsfarben. Und dann hat sie genommen, erstens rot, zweitens weiß und, weil sie der Urvolltrottel ist, nochmal rot. Vorstellung. Und der ganze Bus wird sich deppert lachen und das Thema ist gegessen. Ja, okay. Ist irgendwie besser als ehrlich sein, muss ich sagen. Okay. Also ich merke mal, Kind anlügen und wenigstens geile Wuchtel droppen. Fix. Aber schau, ich deppert ist nochmal rot, ich sterbe. Aber schau, du hast eh recht. Ja? Eigentlich muss man ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ja? Aber da gibt es einfach Sachen, wo ich es mir nicht eingestehen will. Zum Beispiel, Wenn dein Kind so mal, es ist so 2 Jahre alt, ja, dann kann sie eh schon sprechen, normalerweise. Und dann sagt so, Vater, ich habe lange überlegt und es beschäftigt mich einfach schon seit vielen Monaten. Ich habe mich gefragt, welche Funktion hat eigentlich die Milz? Ja. Ja, was sagst du? Was ist die scheiß Milz? Alter? Ich habe da wirklich überlegt. Ich habe mir gedacht, okay, Milz, ich könnte es nicht lokalisieren. Ich wüsste nicht, was es macht. Ich hätte gleich eine Story. Ich kenne 2 Leute, die einen Moped-Unfall gehabt haben mit einem Milzriss zum Beispiel. Ja, der ist klassisch, ja. Also im Zweifelsfall sage ich dann einfach, ja, irgendwas mit Schadstoffen und sowas und Farbe. Warum nicht einfach sagen, hey, ich habe keinen Plan, schauen wir uns das an. Weil ich es mir nicht eingestehen will von irgendwelchen anderen Assis im Floridsdorf, dass ich nicht weiß, was die Milz macht. Ja, bitte, Alter, wenn du in Floridsdorf mit dem Bus fährst und sagst das Wort Milz, kommen schon nicht 3 daher und sagen, ah ja, ist die Insel, die der Putin besetzt hat. Also da würde ich mir, glaube ich, nichts scheißen. Oder so, Geschlecht, ich habe das auch. Hast du 2 davon, oder was? Ja, auf jeden Fall, wenn ich mir weiß, was die Milz macht und was sie ist, sagt sie sonst. Ich habe keine Ahnung. Unbedingt, bitte. Ach Gott. Ich kriege jetzt das Bild nicht raus von einer extrem unterdurchschnittlich intelligenten Sissi. Die als dritte Farbe nochmal rot. Und außerdem weiß ist keine Farbe, falls sich das dein Sohn oder deine Tochter mal fragen sollten. Gut, jetzt ist aber auch schon was gelernt. Okay. Oh, gut. So, da darf ich kurz zurückkommen zu depperten Friseurnamen. Ich glaube nämlich, dass die Challenge ausgespielt ist mit dem letzten, das wir bekommen haben. Ich habe mein Leben nicht erzart. Ryan Hair. Ja, oh gut. Ich weiß, ist jetzt nicht so lustig, wenn man es erzählt, aber wenn man das Logo sieht und dann an Ryanair denkt, dann steht dort Ryanair. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wer es mal geschickt hat. Mörderisch. Echt. Nein, du hast es mir schon erzählt, deswegen reagiere ich jetzt nicht so arg. Ah, okay. Ist, ja, mörderisch. Ich glaube, das ist das Beste der Besten. Also wirklich richtig gut. Ja, wir kommen langsam aber doch. Ui. Verzeihung, Clemens entscheidet selber, ob du das piepst oder nicht. Also bevor du jetzt schon abschließt, hätte ich noch 2 Sachen. Ich habe auch noch viel, aber ich schreibe schon an der 110er. Reiß an einmal. Also, fangen wir an mit der ersten Sache. Shoutout, Empfehlung. Ich weiß nicht, ob es noch online ist, aber vermutlich hat es jemand auf YouTube gestellt. Ein Beat von Thomas Maurer bei Donnerstagnacht von letzter oder vorletzter Woche, wo er so ein bisschen über das Impfmanagement und überhaupt das ganze Corona-Management über der Regierung spricht und über seinen Vater. Ziemlich heftig. Gut delivered, also ein Beat von ihm und geht einem sehr nahe, kann ich empfehlen, also wenn es einen Link gibt, wenn wir es in die Shownotes haben. Ja, wird man schon finden. Heißt das wirklich noch Donnerstagnacht? Oder ich glaube schon, dass es Donnerstagnacht ist. Ah, oder Donnerstag. Ich dachte, das war vor 15 Jahren Donnerstagnacht. Andererseits ORF, ja, kann schon sein. Spielen die immer noch Melkern wahrscheinlich, oder? Ja. Ich glaube schon. Ja, war heftig. Ich muss sagen, ich habe mir das angeschaut und das ist so ein Ding, Thomas Maurer ist jetzt nicht mein Favorite-Kabarettist, wo ich so nach 2 Minuten immer dachte, warum hast du mir das geschickt? Aber man muss sich es halt eben bis zum Ende anschauen und dann waren dann doch kurz den Tränen nahe. Ne? Also schon ein Schocker. Und das Orge ist, es ist keine Geschichte, es ist Realität und das ist das Resultat von Politikern, die ja nicht wissen, was machen. Egal. Die zweite Sache, ich hatte neulich zufälligerweise eine Funktionshose an. Ich bin ja der Erste, der abhasst, wenn es um Funktionshosen geht. Und zwar hatte ich so eine an, die Bauarbeiter haben. Aber nicht die Jugo-Bauarbeiter, weil die haben irgendeinen Fetzen an, sondern so die österreichischen Bauarbeiter, die es leisten können. Die haben dann so eine Hose an mit so ganz vielen Taschen. Also eine Hackelhose einfach. Mhm. Ich hatte so eine an, ist das Beste, was es gibt. Urpraktisch, gell?
Ja, es sind so viele Taschen drin. Ich hab eine Tasche, eine Hosentasche, da bin ich so reingefahren und gemerkt, ah, da ist ein Zip, hab einen Zip aufgemacht, bin in den Zip reingefahren, da war noch eine Tasche drin. Es ist einfach, du kannst überall Kugelschreiber hingeben, alles. Ja. Es ist das Beste, was es gibt. Also ja. Ich werde mir ziemlich bald eine Funktionshose zulegen, glaube ich. Das Depperte ist, ich habe auch so eine Hose mal gehabt, dass man dann vergisst, wo jetzt zum Beispiel der Wohnungsschlüssel ist und dann musst 8 Zips aufmachen und 3 Klettverschlüsse und es beginnt dann zu nerven. Also lebe mal ein Jahr lang mit der Multifunktionshose und dann reden wir nochmal drüber. Weil es kann auch zu viel sein, weißt du, ich meine, es wird dann stressig. Ja, verstehe ich. Also es fühlt sich gut. Ja, also, natürlich. Wenn die Duschkiste sagt zuerst, Duschko, wir müssen einen Nagel reinhauen, sofort Hose anziehen und geh wie immer. Immer Hose an, Müll runtertragen, Hose, fix. Ja, geil. Ich klinge mal bei Florian, oder? Ja, bitte. Alter, ich sehe dich jetzt im Bus mit dieser Multifunktionshose, deinem Kind mit der Rot-Weiß-Rot-Geschichte. So, schau mal, ob da was geht heute. Boah, Tränen in den Augen, Mann. Hallo. Hallo, Florian. Herzlichen Servus, Glückwunsch zu Ostern im Nachhinein. Danke, dir alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Frohes Fest und hast du vielleicht einen Witz für Duschko und mich und alle anderen da draußen? Nicht nur einen. Pass auf, was passiert 2039? Kein Plan. Dann wird der kleine Covid-19. Gott, ist der ist scheiße, Flo. Wirklich. Was gibt's bei Olympiateilnehmern als Nachspeise? Was gibt's bei Olympiateilnehmern als Nachspeise? Warte. Irgendwas mit Ringen. Einen Fackelpudding. Der ist geil. So ein Scheiß. Fackelpudding ist gut. Pass auf, wie nennt man eine Plastikpuppe, die grillt? Eine Plastikpuppe, die grillt? Barbecue? Ja! Yes! Ja, die Witze sind so scheiße, dass man teilweise wirklich draufkommen kann. Was absolut, schon absolut. Heißt, dass sie eigentlich urgut sind. Noch einen, komm, hau raus. Wie findet man am besten neue Freunde? Wie findet man am besten neue Freunde? Kein Plan. Na, mit Kontaktlinsen. Come on. So, was auch der letzte. Was bestellen Kinder beim Bäcker? Keine Ahnung. Ein Happy Meal. Uiuiui. Flo, ich habe auch einen für dich. Ja, das war's. Was passiert, wenn man an einer Palatschinke erstickt? Man krepiert. Scheiße, ist der von dir? Nicht schlecht. Kann sein, aber der ist schon uralt. Ah, verdammt. Danke auf jeden Fall, wer auch immer mir geschickt hat. Flo, schönen Abend noch. Danke euch auch. Bussi. Bis bald. Bussi. Bitte. Wahnsinn, das waren 5 oder 6, ne? 6. Ja, nicht schlecht, aber irgendwie alles sehr deutsch. Wenn man nicht so, also jetzt nicht deutsch. Oh, ja, eine Zeit lang in Deutschland gelebt, also kann man mal drüber hinwegsehen. Ich muss mich noch ganz kurz bedanken bei, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, LXNR-Music, der hat uns einen leibenden Party mit Peter Zusammenschnitt geschickt. Das habe ich dir schon vor Wochen weitergeleitet. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ja, vielen Dank, ziemlich geil. Hartschalen-Kofferset, oder? War das? Ja, irgendwie in die Richtung, genau. Auch Shoutout an dieser Stelle natürlich an Rudy und die ganze Sursand-Partie. Es war eine sehr schöne Zeit damals. Wir kommen langsam aber doch, glaube ich, zum Ende. Mörderüberleitung zu einem Buchtipp noch. Ja? Und zwar hat Gregor uns geschrieben: Lieber Gregor, ich werde deinen Blog in die 110er packen, weil sonst wären wir da heute gar nicht mehr fertig. Aber er hat eine Buchempfehlung, sollte man kennen, und zwar von Michael Ende, Momo. Ja, Radost Bokel hat Momo gespielt in der Verfilmung. Jetzt wieder peinlich, ich habe das Buch nie gelesen, ich habe keinen Plan davon. Ähnlich wie Twin Peaks, muss ich auch nachholen. Ich kenne Momo, also ich habe das Buch auf jeden Fall auch nicht gelesen, ich habe auch nicht die unendliche Geschichte gelesen von Michael Ende. Aber Momo kenne ich den Film, das ist irgendwie so ein sehr, sehr, vom Color Grading sehr düster, grau, bläulich. Und irgendwie so diese grauen Männer kann mich erinnern und halt eben die Radost Bokel, dieses kleine... lockige Kind. Schön. Der kleine Prinz fällt mir da ein. Ich weiß nicht warum, aber wie auch immer. Gregor, wir werden das nächste Mal noch ein bisschen drüber reden, obwohl, na, drauf geschissen, ich habe mir ein Fazit rausgeschrieben. Er hat mir ganz viel geschickt. Das, was bei mir hängen geblieben ist, er kennt das Wort Baumgart nur vom Wort Zinshaus Baumgart.
Das ich noch nie gehört habe. Also, ja. Was ist denn Zinshaus-Bongard? Ich habe keine Ahnung. Ich habe Kind? Ja, stimmt, könnte eigentlich sein. Ja, so ein gestopfter Geschraub, ne? Ich weiß nicht, die haben dann über so viel geredet. Du Zinshaus-Bongard, na sicher. Ja, ganz kraftvoll. Zinshaus-Bongard, Depperter. Ja, das ist ja urgut, ja. Wir haben dann eher sind ein bisschen ins Plaudern gekommen, weil ich weiß nicht, wie man über das Bongard geredet und über was haben wir da geredet, dass sich die Leute nicht gewaschen haben und sowas. Und er hat mir dann geschrieben, dass sich die Leute zu, weißt du, zu Zeiten so Ludwig der 14 und so haben es Unterwäsche durchschnittlich einen Monat getragen. Und dann bin ich so ein bisschen ins Überlegen gekommen, wenn du jetzt denkst, am Monat die gleiche Boxerheil und das war der Durchschnitt. Das heißt, da hat es auch Leute gegeben, die dann gesagt haben, keine Ahnung, einmal im Quartal neue Unterhose reicht auch. Also was da abgegangen sein muss, richtig grindig. Extrem. Ja. Damit schließen wir jetzt die Sendung, oder was? Ja, also so ein Wintermonat würde ich schon schaffen, glaube ich. Ja, eh, aber im Sommer, weißt du, wenn es da mal wirklich in die Falte schwitzt, ist schon... Ist schon hart, ja. Und mit Multifunktionshose, weißt du, schnittfest vielleicht, das heißt urheiß. Wie oft wechselst du Hose? Du meinst jetzt eine Jeans? Ja. Sehr selten. Also, naja, ich trage eine 5-11er und habe, glaube ich, noch eine einzige Hose, die mir taugt. Also ich habe zurzeit, glaube ich, zwei Hosen, die ich gerne anziehe und halt die Jogging-Heidel zu Hause. Und ich glaube... Das sind schon ein paar Wochen, muss ich jetzt sagen. Aber ich glaube, das ist okay, oder? Wenn es nicht gefällt. Ja, ich wasche jetzt meine Jeans sicher nicht jede Woche. Also ich glaube, zwei Wochen habe ich die schon an. Okay. Aber bei mir ist es oft so, dass ich sie nur in die Arbeit anziehe, dann komme ich zu Hause und sofort wieder Jogging-Heidel oder über Boxershort. Also ich habe die nicht wirklich den ganzen Tag an. Also normalerweise, wenn ich gerade Lockdown ist, und im Winter sicher auch ein bisschen anders, aber so 3 Tage trage ich eine Jeans maximal. Wirklich? Mhm. Nein, ich glaube schon 10. Das ist jetzt so gemein von dir. Jetzt bist du wieder so voll der hygienische Typ und ich bin der alte Grindlappen. Nein, ich bin erstens Blader. Zweitens kann ich es auch ein bisschen relativieren, weil ich halt dann auch mit dem Rad fahre und sehr schwitze mit dem Rad und dann fällt es einfach schneller. Also ich mache schon einen Geruchstest und wenn es einfach fällt, dann ziehe ich es halt nicht an. Das Ding ist halt, ich muss halt feststellen, also vor allem irgendwie bei Levi, wie man ja sagt, ist das diese Geschmeidigkeit, ja? Vor allem bei Levi's, das hast du eigentlich erst nach ein paar Jahren und dafür muss man sie einfach länger tragen, weil ich finde, die ersten paar Tage, nachdem meine Hose frisch gewaschen wurde, die trägt sich nicht so leicht und sie fällt nicht so geil, die Falten sind nicht so, wie es gehören. Also, ledrig muss werden. Ja, die braucht schon ein bisschen so eine Innenpatina, würde ich sagen, ne? Dass es so geschmeidiger irgendwie ist. Also ich trage Hosen länger als du. Aber ganz... Was anderes jetzt? Levi? Na, die Einzel, ich glaube, er hieß Levi. Und es ist dann eine Levi's, ne? Ja. Also man sagt ja auch nicht, ich trage auch nicht meine Jeans, sagt ja auch meine Jeans, ne? Ich trage Jeans und nicht eine Jean. Oder ja. Ich glaube, die Einzel gibt es nicht, oder? Ich trage Jeans. Das ist schon Jeansstoff und nicht Jeansstoff. Ja, aber man sagt, ich trage jetzt keine Jean, sondern ich trage Jeans. Oder ist immer dieser Plural? Ja. Ich meine gerade, ist es nicht beides gleich, Singular und Plural, dass es Jean gar nicht gibt? Ja, das meine ich ja. Es ist immer mit S. Zu was immer, reden wir da? Ich glaube, dass Levi Strauss ein jüdischer Name ist und dass es Levi heißt und sie müssen es Levis heißen. Mhm. Mir ist immer deppert gesagt worden, eigentlich heißt es Levi. Aber vielleicht war das genau der Bullshit an dem Ganzen. Kann es sein, dass wir kein würdiges Ende zusammenbringen werden? Warte, ich habe noch was, mir ist gerade was eingefallen, weil ich habe mir gedacht, okay, warte mal, ich habe am Anfang Rimjobs erwähnt, wie komme ich jetzt zu Rimjobs und ich weiß, wie wir jetzt so mit Rimjobs tatsächlich abschließen können und zwar habe ich letztens einen Film geschaut und zwar Schöne Bescherung 2 oder so. Gibt's nicht. Also, doch. Na, Schöne Bescherung mit Chevy Chase, die... Genau, Schöne Bescherung mit Chevy Chase und es gibt eine Fortsetzung quasi, wo dann der Sohn, der Rusty, selber Vater ist und dann mit seiner Familie wohin fährt. Ah, ja, oh, da gab's was. Gespielt von dem Typen, der bei Hangover, der mit nur einem Zahn ist. Der selber, glaube ich, Zahnarzt ist. Ach so, relativ neu noch, oder was? Ja, von vor ein paar Jahren, vor 5, 6 Jahren oder so. Der Typ, der auch bei Office mitspielt, weil du Office erwähnt hast. Ja, okay, der Andy
heißt er dort, ja. Genau, ja, voll. Mhm. Und jetzt pass auf, folgender Zusammenhang. Ich bin draufgekommen, das ist das Allerärgste. Also Ringjob, es kommt eine Szene, wo er erzählt, dass er seinem Sohn einen Ringjob gibt, das ist irgendwie so wurscht. Und auf jeden Fall bin ich dann durch Zufall draufgekommen, dass Schöne Bescherung hat John Hughes geschrieben. Auch der Typ von Kevin allein zu Hause und Ferris macht blau und Cool Runnings und Breakfast Club und so weiter. Das habe ich irgendwie verpasst oder vergessen, weiß ich nicht. Und wir haben ja darüber geredet, dass in Kevin allein zu Hause sagt der Gus Polinski, der Polka King, sagt, dass sie aus Sheboygan, Michigan sind. Ja. Kannst du noch erinnern? Da haben wir diese Szene geredet, dass sie am Flughafen und er stellt sich vor, dass sie aus Sheboygan sind. Ja. So, jetzt, das heißt, John Hughes hat Kevin allein zu Hause geschrieben, da kommt Gus Polinski aus Sheboygan vor. Und dann bei dieser Schöne Bescherung 2, dieser Film, der 20 Jahre oder 25 Jahre später rauskommt, sitzen sie so im Bett, er und Christina Applegate, seine Frau, und sie sagt, ja, Herr ist euer, fahren wir mal, also sie so wirklich so, ja, Herr ist euer. Herr ist zu, du warmer, ich muss jetzt was sagen. Blau, Herr, steig ins Auto. Sie sagt so, Herr ist euer, können wir nicht mal irgendwo anders auf Urlaub fahren, vielleicht nach Paris oder so? Und er sagt, aber warum denn, wir fahren doch jedes Jahr nach Sheboygan. Ach, ich liebe sowas. Das ist doch ein Easter Egg, oder? Sau geil, oder? Diese Connections. Ah, ich liebe sowas, ja. Ich weiß nicht, warum mir das so viel bedeutet, aber wenn ein was ist jetzt, Regisseur, Drehbuchautor, ich verwechsel sie immer. Ich weiß jetzt wieder, Chris Columbus wird der Elvis wieder auszucken. Aber wenn man so Dinge dann, vor allem mit, was hast du gesagt, 2 Jahrzehnte fast dazwischen, woanders wieder einbaut, ist einfach geil. Darum beneide ich sie irgendwie, dass man das dann so reinschreiben kann. Fix, also was ich liebe, ist auf IMDb, das ist so eine der wenigen Apps, die ich am Handy tatsächlich habe, also diese Internet-Movie-Database. Da kannst du ja nach Filmen suchen und siehst halt, wann ist es rauskommen, wer hat mitgespielt, hin und her. Mhm. Und du hast dann auch noch so einen Punkt, der heißt Goofs and Trivia, wo es eben so Fun Facts sind. Urlei und sowas. Liebe ich. Ja, taugt mir. Ja, du solltest auf jeden Fall, oder wenn euch sowas taugt, dieses Red Letter Media, diesen YouTube-Channel reinziehen. Der Rudo schickt mir da immer wieder Links. Das ist, glaube ich, ist eigentlich genau deins. Was genau meins ist, ist unter einer Stunde bleiben. Und wir werden es heute schaffen. Wir glauben es kaum. Fassen wir zusammen. Ostern ist leiwand. Ihr könnt uns finanziell unterstützen, wenn ihr alle anderen schon unterstützt habt. Und man kann Party mit Peter gemeinsam machen. Das heißt, machen wir das bitte auch in Zukunft. Gegen uns spielen, radkartentechnisch, geht nicht mehr. Gegen uns wird ein Miteinander. Und ja, Duschko hat das vorletzte Wort. Ich bitte dich darum jetzt. Ich kann nur nochmal wiederholen, passt aufeinander auf, haltet Abstand. Es reicht dann halt irgendwie, es sterben ziemlich schon genug Leute und es ist irgendwie zu zart alles und es sterben auch genug Firmen und es sterben genug Lokale. Schauen wir, dass wir diesen Scheiß da irgendwie zu Ende bringen und genießt die restliche Zeit. Ja, in diesem Sinne ein Hoch auf Zeiten und Länder, in denen es keine Kirchensteuer gibt. Rimjobs for Life kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ist am schönsten, wenn man es nicht selber macht. Und ja, wir hören uns wieder. Bis die Tage, liebe Freunde. Dickes Bussi, euer Peter.